Moin, moin Leute, ich bin hier der Leo mit meinem Desktop. Guck mal, Shogun 2. Was ist das hier? Das ist so, ja, das ist so ein kleines Video, um euch mal so eine kleine Frage zu stellen. Denn ich rede ja oft davon, ich mache ein WLP von Arsenal Democracy, ich will ein WLP von Victoria 2 machen, bla bla bla. Oh, guck mal, hier sind die Folgen, die ich jetzt am Wochenende hochladen werde. Einmal zur Erklärung, weil mich ein paar Leute gefragt haben, warum am Donnerstag die Videos kamen. Der Grund war, ihr seht ja schon, es sind eine Menge Videos. Wir haben gerade Donnerstagabend. Es sind eine Menge Videos, ihr müsst euch noch zwei dazu vorstellen, die ich am Wochenende nicht hochladen könnte. Ich hatte jetzt gerade Zeit gehabt und habe mir gedacht, ja komm, lad sie hoch, damit ich am Wochenende alles hochbekomme. Das war der eigentliche Grund. Das hier wird dann noch am Wochenende folgen. Dieses Video wird ganz am Ende kommen, denn ihr habt vielleicht schon bemerkt, er hat ein neues Intro-Video, er hat ein neues Lied. Ja, Screaming Eagles. Wahnsinn, wa? Aber das Thema ist, diese WLPs. Da möchte ich schon einiges zu sagen. Nämlich, guck mal, Doomsday. Hört auf ein, zwei Doomsday. Da habe ich mal ganz früher ein Projektchen gemacht. Oh, meine Leistung ist eingeschränkt. Wahnsinn. Moment mal, jetzt muss ich mal kurz zugucken. Gucke, 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 gucke. Szenarios? Stimmt, Szenarios und dann Saves, so war das. Wo haben wir die? Hier, Save Games. Da seht ihr, hier ist nochmal mein Japan-LP. Den Spielstand habe ich immer noch. Und ja, den Spielstand habe ich halt noch. Da muss ich mal kurz nachgucken. AOD, Szenarios, Save Games, wo sind die? Da sind die. Mal gucken. Okay, sind ein paar mehr. wo ist denn das hier? Ist irgendwo Deutsches Reich LP sein, oder? Ja, guck mal hier, Leute. Das habe ich auch noch. Darüber hinaus habe ich das Safe Game von Victoria 2, was ich ja gerade so aufgehört habe, auch noch. So, meine Frage an euch ist, was ihr lieber haben wollt. Wollt ihr, dass ich entweder ein VLP von Doomsday und Armageddon mache mit ganz neuen Fraktionen, oder aber, dass ich quasi mit dem VLP quasi die alten Kampagnen, die ich damals beendet habe, einfach so, einfach weiterspiele? Das würde ich gerne von euch wissen. Denkt jetzt nicht daran, dass nächste Woche. Ja, fahrt da gerade durch die Tür rein. Aber denkt jetzt nicht daran, dass jetzt nächste Woche die ersten Videos davon kommen vom WLP. Das wird schon, also es ist weit in die Zukunft gegriffen. Vielleicht rede ich hier von den Sommerprojekten. Vielleicht auch schon vom Herbst. Also es dauert noch richtig schön lange, weil davor mache ich World Konflikt, davor kommt StarCraft fertig, dann kommt noch Diablo 2 davor und dann fange ich vielleicht damit an. Aber wie gesagt, man kann schon mal nachfragen, was habt ihr gerne, dass ich lieber ein VLP von den ganzen Projekten mache mit neuen Fraktionen oder eben da bei den alten Safe Games, die habe ich halt immer noch. Ja, das ist an sich so die einzige Frage, die ich so an euch habe. Ich bin mal gespannt auf das, was ihr sagen wolltet, denn ich habe ja einige Leute gehört, die sich immer wieder beschwert haben bei mir von wegen, ich höre mittendrin auf und das mögen sie nicht. Und wie gesagt, hier ist jetzt eine Chance an euch. Ich mach's ja weiter. Ich habe ja gesagt, ich behalte die Safe Games. Wobei ich mir aber nicht so gedacht habe. Naja, macht nichts. Ja, das war's an sich. Wie gesagt, stimmt einfach ab. Abstimmung ist, ja. Wie lange geht die Abstimmung? 2 Wochen? Sagen wir mal 2 Wochen. Dürfte mehr als genug Zeit sein. Nur damit ich Bescheid weiß, was dann halt vorkommt bei den VLPs. Ach ja, noch etwas. Darkest Hour. Ich glaube, daraus wird eventuell nix. Es soll am 29. März rauskommen, allerdings, naja, ich weiß auch nicht, was mit der Darkest Hour los ist. Aber wie gesagt, stimmt erstmal ab bei den VLPs von Doomsday, Arsenal of Democracy und Victoria 2, ob ich da neue Parteien nehmen sollen. Oder eben die alten, die ich dann weiter fortsetze. Ist eure Sache. Ihr habt eine Stimme zur Auswahl. Ich habe mich da ganz entschlossen. Mir ist so ist und Driss egal. Es ist sowieso eure Sache. Ich mache halt eine Menge für die Fans, für euch. Und das ist noch so ein Video dafür, dass ja, ihr eine Menge mitbestimmen könnt. Ansonsten war es das auch von heute. Nächste Woche folgt dann Titan Quest und auch wieder Warcraft Tournament. Nach langer Zeit. Ja. Und das war's dann an sich schon, Leute. Ne? Dann, ja. Tue ich jetzt gleich schlafen gehen, noch einen Film vorher gucken und am Wochenende tue ich dann richtig schön lernen für die Prüfung, damit ich es ja nächste Woche machen kann. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche, Leute, bei meinen nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut, schönen Abend noch. Tschüss.